Raffi. Ah.
Gut, einmal.
Avec pouf, des pouf.
Dankeschön. Heute deutet eigentlich alles auf eine hochinteressante Partie hin, denn dieses Duell hat es einfach in sich. Wir zeigen es Ihnen live aus dem Old Trafford. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Herzlich willkommen im Old Trafford, in dieser traditionsreichen Arena hier in Manchester. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und wir zeigen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Premier League. Manchester United gegen Leeds United. Jetzt geht sie also endlich wieder los. Die super gemacht vom Torhüter. Er holt sich den Freistoß. Und da bitte. Da erobert er den Ball. Schöner Pass. Aber ist die Abwehr doch da. Aus diesem Steilpass können sie also nichts machen. Jadon Sancho. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance per Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Szenenapplaus. Sie haben sich mit Robert Lewandowski wohl einen der besten Mittelstürmer überhaupt gesichert. Das will ich unterschreiben. Der wird gleich vom ersten Spiel an alles auf ein neues Level heben. Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Ganz frei, aber das war stark gemacht. Boah, der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. Klasse Volley. Ganz stark abgeblockt. Er zeigt vollen Einsatz und blockt auch diesen Schuss. Junior Firpo. Patrick Bamford. Es tut sich was im King Power Stadium. Guten es Morgen. Gibt wohl Tor zu vermelden. Ich gehe mal rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Leicester City. Torschütze ist Jamie Vardy. Es war ein abgefälschter Ball, also auch Glück dabei. Aber trotzdem war das eine richtig tolle Szene.
Neuer Spielstand damit 1:0. 21 Minuten sind gespielt. Vielen Dank für dieses Update. Rashford. Robert Lewandowski. Frenkie de Jong. Jadon Sancho. Platz für die Flanke. Er holt sich den Ball. Viel Platz für den Konter jetzt. I hope so, ja. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlt der vierte Verzichten, ja. Ballverlust. Das gibt Einwurf. Ja, Siebeck, Mensch. Manchester spielt bei 9. Das weiß ich. Er holt sich vorne den Ball. Guter Einsatz, Ball ist weiter im Spiel, könnte gefährlich werden jetzt. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Wie er den noch hält, wie er dann den Rückstand verhindert, das war ganz großes Kino. Noch steht sie unentschieden, aber sie machen viel Druck. Aber dann scheitern sie doch, Ballverlust. Klich. Rafinha. Chance zur Flanke jetzt. Abgefangen von Lewandowski. United mit viel Platz auf außen. Oh, da geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Nachspielzeit eine Minute. Haaland. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Und jetzt geht's hier weiter. Jack Harrison. Da passt er auf. United verliert den Ball. Die Gerüchte haben sich bestätigt, er hat bei Tottenham Hotspur unterschrieben. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall. Das ist ein richtig guter Transfer. Chance zur Führung. Nee, der Pass ganz an. Genau. Pfosten und dann ins Tor. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gut aufgepasst, da kommt er an den Ball. Junior Firpo mit Auge. Rashford. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, geht gut dazwischen. Kann er nie mehr zählen, der Spieler. Da muss aufpassen. Geht dazwischen und hat den Ball. Im King Power Stadium gibt es einen Torerfolg. Wir geben kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Chelsea. Der Torschütze heißt Jorginho. Der Ball wird weiter gefährlich. Manchester United macht den Ausgleich. Alles wieder drin in dieser Partie. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance ist noch klasse pariert.
aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Der Ball an den langen Pfosten. Da fängt er die Flanke ab. Die United-Fans wollen den Sieg und geben hier nochmal alles. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ein Tor nach dem anderen. Doppelschlag jetzt. Oh, was ist das hier für eine Begegnung? Da dürfte der Trainer bedient sein. Sie haben zweimal nicht aufgepasst und beide Male kassieren sie ein Tor. So machst du dir in wenigen Minuten ein ganzes Spiel kaputt. Aber auch zwei richtig gute Angriffe, das darf man nicht unterschlagen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Guter Steilpass hier, spielt den Ball. Da macht er fast das Tor mit diesem Haber. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Und jetzt wollen sie wechseln. Ja, das ist schick flach. Er geht dazwischen. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Der Ball geht deutlich neben das Tor. United geht einem Sieg entgegen hier im Old Trafford. Und bei dieser Stimmung kann ich mir kaum vorstellen, dass noch irgendwas anbrennt. Eine unglaubliche Atmosphäre. Manchester United mit geduldigen Pässen. Er verhindert die Flanke. Wenn sie nach dieser Ecke treffen, haben sie den Sieg ganz sicher in der Tasche. Was für eine Parade. Und wenn der drin ist, Wolf, dann ist das Ding hier durch. Aber so bleibt spannend. Riesenszene. Was für ein Reflex. Keine echte Gefahr. Der Kopfball landet neben dem Tor. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Ja, mir ist vor 6 Monaten bestellt, mein Arbeitszeug. Nein. Sie geben mir einfach keinen. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Und Rodrigo. Schlusspfiff in dieser Partie. Manchester United hat gewonnen. Sieg im ersten Spiel und das zeigt, wie gut der Trainer gearbeitet hat. Auf den Punkt.
Ja, der Gay hat es gemacht. Das ist so ein Offensiver, und er macht auch einen zentral defensiven Mittelfeldspieler. Interessant. Und Sheriff ist eins noch in Führung. So geil. Oh, ist nicht letztes Jahr schon Real gegen einen Unterklassiker untergegangen? Also Unterklassiker gegen einen vermeintlich schlechteren Gegner. Ja, United wird morgen auch wieder verlieren, ich merke es. Glaubst du, die werden sich auch nicht mal für die Europa League qualifizieren. Ja. Aha, mo, doch, ja, stimmt. Ja, aber ich finde, bei den Stürmern, die die Schweizer Nazi hat, ist das nicht vermessen, dass er mal spielt. Also. Ich habe gesagt, bei den Stürmern, die die Schweizer Nazi hat, ist es auch nicht vermessen, dass der mal wird spielen. So wie er aktuell abliefert. Aha, das. Okay, ja, das ist Bullshit. Holland, ja, aber Belgien sicher nicht. Nein, nicht einmal wie die Schweiz, also. Wie Österreich vielleicht, aber nicht wie die Schweiz. Ja, mal, also. Oder gleich ein Nazi würde ich nicht sehen. Also, wäre mir lieber, dass zum 700. Mal ein scheiß Seferovic, der nicht liefert.